Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier auf der Karte Nachtlicher Marsch, Bewohnungskarte von 7. Ja, wir legen hier voll ein los, ne? Immer noch fleißig. Ja, die Abfahrer sind unterwegs. Mal gucken, ob hier alle fahren, ne? Weil ab und zu mal streiten die Jungs. Da kommt der erste zurück. Das sind die beiden Drescher, die noch nicht zurückfahren. Hier wird er noch geschwattet. Der Traktor für Ballenpressen ist bereits da. Und wo ist der Rest? Stau. Heute? Das gibt's nicht. Kein Bock mehr. So. Hat bis jetzt gut geklappt. Ich wünsche mal allen schönen Sonntag, ne? Weil ich gerade denke, hat gerade gut geklappt. Die letzten 6 Folgen, ne? Und jetzt zum Schluss mag er nicht. Klar, haben wir da Stau, ne? Ja, logisch. So, was haben wir jetzt hier hergebracht komplett? Drei Millionen, ne? So viel geht rein. Wahnsinn. Und? Ja, wenn ich alles täusche, sind 8 Abfahrer dabei, ne? Wie fleißig bei sind. Ja. 3/4 voll. Puh. Das wird nicht reichen. Im Lager gehen nur 800.000 rein, ne? Das ist heftig. Ja, gut. Müssen wir halt sehen, ne? Klappt das noch hier? Ja. Klappt schon. Also im Prinzip die Messe Ferguson, die klappen noch nicht so gut, ne? Ja, Main später. Gucken wir hier nach, ob alles passt. Schweinestall, Futter. Ja, es geht noch. Zweiten Stall geht es auch noch einigermaßen. Da ist auch noch okay. Mischration morgen wieder und hier ist auch okay. 60.000 Gülle, 49.000 Mist und Gülle, 126.000. Gut, heute klappt das noch. Wo fährt der lang? Das ist ja ein Ding. Über den Baumarkt. Ist das so Absicht? Anscheinend ja. Da nichts rumsteht, ne? Ja, einige Fahrer machen auch Umwege. Flügen wir noch nicht. Wollen wir auch nicht. Das ist jetzt Anhänger nochmal hinten. Okay, gerade leer. Mit Kompass? Nö. Ballen sammeln, ja, Ballen sammeln. Wo ist der andere LKW? Hatte ich hier einen gehabt schon? Nö, ne? Der muss sich erfahren haben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist ja Wahnsinn. Nehmen wir den, ne? Ich wollte ja die Felder 19 und 36 oder verkehrte Anhänger. Wollte ja diese ganzen Felder 19 und 36 die Ballen einsammeln, damit ich hier die Aussaat vornehmen kann. Ne? Hier im Herbst muss ja die Aussaat gemacht werden. Und das ist ganz wichtig. Dafür nächstes Jahr nicht so lange warten müssen. Und dann kommt die Raps rein. Kann heute. Kann sich ändern.
Aber das weiß ich nicht genau. Ups. Einstellen. Haben eingestellt. Paletten haben wir keine, Junge. Ballen haben wir. Rundballen. Ja, Befüllung starten. Das ist irgendwas im Autoreif. Zeit? 05. Müsste mal die Heuballen zum Schluss nehmen, ne? Ja, dann denke. Aber die Grasballen müssen erstmal silieren zu Silage, da dauert ja auch ein bisschen, ne? Und die Heuballen kann ich hier gleich in die Futteranlage reingeben, ne? Der Mischfutter. Da ich mich so kenne, habe ich sofort die Heuballen auch mitgenommen. Und man kann das wieder abladen und dann wieder aufladen, ne? Heute bleibt er ja an, Gras nicht. Und das Heu. Das Heu muss man eigentlich, bevor es immer Regen gibt, ne? Wo die Vorhersage, glaube ich. Das war es eben, ne? Ein schöner, ja. Und Ballen aufgefahren. Na, die Mühle wie ausmachen, Hilfe hier. Ja, Silageballen. Du musst mit. Heu nicht. Aber wie gesagt, wenn doch. Oh ja. Drei. So ist gut. Sammeln sind ein Problem, das geht ja alles, muss nur gemacht werden, ne? Wenn man einen Radader machen müsste, glaubt mir, dann wäre eher für Silo machen, ne? Dann wäre das mit Silo leichter, in Anführungszeichen. Schon wieder einer, das sind beide Messe Ferguson hier. Ja, ich kann mir nicht leisten, jetzt ein Fan zu kaufen. Bezahlbar. Dass man im globalen Markt mehr verkaufen kannst, als du einkaufen kannst. Sonst hätte ich jetzt ein Problem gehabt. War ein Problem auch nicht, aber der Preis fällt ja ganz stark, ne? Obwohl Hackschnitzel nicht das Problem ist, es ist zu wenig. Um das Konto zu spüren. Wenn man theoretisch jetzt Dünger verkaufen würde, der wird ein Lager wäre voll, wenn man nur einen Bruchteil des Geldes kriegt, man nicht kriegen könnte. Ne? Wo Dünger und das müsste ich hier auch noch verkaufen. Wo die Aussaat in Thüringen ein bisschen dauern wird. Ne? Hier müssen wir die Ernte schaffen. Das gleiche wie hier, nur mit Getreide und ja, später Sonnenblumen, Mais. Muss ich noch Schneidwerk kaufen für Sonnenblumen? Zwei noch dazu. Da zählt man ja jede Stunde, ne? Weil da im Prinzip viel Regen fällt. Ne? Und das merkst du dann schon, wenn der Erntefenster immer kleiner wird. Ne? Das geht ja dann einfach nicht. Im reellen Leben ist es so, wenn es zu nass ist, dann wird es unter Umständen trotzdem gemacht. Weil es eh nicht trocken wird, wenn man es ja weiß. Ist halt im Herbst so, ne? Und dann wird es halt getrocknet, ne? Den nötigen Trockengrad zu bekommen, damit es lagerfähig wird, ne? Und das Trocknen ist ja hier nicht vorgesehen. Ist ja hier, man muss ja warten dann, ne? Das könnte man ja theoretisch machen, ne? Dass man sagt, okay. Es wird dann im Lager automatisch dann, Diesel abgezogen und dann wird es getrocknet, ne? Eine Art Vorstufe, bevor es im Lager eingelagert wird, ne? Das heißt, wenn es nass ist, dann wird es automatisch
Diesel abgezogen und dauert entsprechend länger, bis man es wieder rausnehmen kann. Ne? Das wäre so eine Option. Ne? Dann könnte man die Ehren trotzdem durchziehen. Obwohl es dann zu feucht ist. Nass, wenn es vom Regen her nass ist, dann geht es sowieso nicht. Ne? Weil das, dann, das fahren wir jetzt zum BGH. Kommt gar nicht erst hier vorne einlagern. Für die Kühe haben wir was da. Im Lager direkt lose. Ich werde so mal sehen. Vielleicht kann man ein bisschen Silage von Thüringen herbringen. Da habe ich auch riesige Maisfelder. Anführungszeichen, nämlich kleine, gar keine. So, steckt was im Verkehr fest. Ja, da müssen wir schauen. Da ist noch ein kleiner Anhänger, na gut. Den. So. Ist das blau oder grün, ne? Sehr grün, ne? Muss ich mal schauen. Kontrolle machen, irgendeinen Fehler. Hier, das wollte ich mal machen. Na, jetzt nicht. Ja, großes Silo oder was auch gehen würde. Rein theoretisch. Junge, du bist fertig. Bombastisch, ne? Wenn man Augenblick nicht, also hat sich entlassen sicherlich. Augenblick nicht dabei ist. Jetzt geht's eingemacht, jetzt geht das hoch und runter im Wechsel. Die erste Reihe ist ein bisschen ungünstig programmiert, dass das da zwei Bahnen dicht zusammen sind. So, gucken wir gleich, der ist der links, der erste normalerweise. Den muss ich kurz entlassen. Junge, Junge. Ich kann aber gleich weiterfahren. Weil er müsste ja eigentlich oben. Die Spuren hier weiterfahren, ne? Aber dabei bleiben muss trotzdem. Von mir auch gleich fahren gegen und eingreifen. Ja, haben wir in sieben Folgen die Felder das Vorgewende geschafft, ne? Mehr oder weniger, ne? Auch nicht schlecht. Aber das Gras ist geschwattet. Müssen wir nächstes Mal noch in einen Ballenpresser einstellen. Und einsammelt und gar nicht. Ja. Muss ich kurz eingreifen. Das habe ich nicht geahnt. Weiß gar nicht genau jetzt, wieso ich jetzt so blöd gefahren ist. Wahrscheinlich ist er so. Ah, passt auch nicht so richtig, glaube ich, da oben. Aber alle Anfang ist schwer, ne? Gut, hat er was Gutes gemacht. Oder sie.
Jetzt schauen wir gleich mal da oben nach, was da los ist. Platz schaffen, ne? Junge, Junge. Und Kurs ausmachen und Kursplay und gleich wieder löschen. Das ist ja mit dem Allrad-Modus. Wirst du alle umsetzen, nicht umändern diese Steuerung, aber. Gleich den nächsten aufpassen, wo er hinfährt, ne? Wo er zurückfährt. Kann sein, dass er den gleichen Kurs. Müsste eigentlich die Spur links nehmen, ne? Wenn es zu langsam. So, kurz reinspringen. Kurz mal gucken. War anzeigen lassen mal ganz kurz. Naja, das ist die erste Spur, so blöd. Ja, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Das ist ja von der Mitte, deswegen ist er so. Ja, weil die beiden Kurse sind sehr dicht zusammen. Das liegt daran, weil das halt nicht breiter ist. Ne? Dann nachher ist das der Wurscht, ne? Egal, kann man sagen, ne? Wurscht, egal. Dann geht's trotzdem. Ja, liebe Schauer, das soll es schon für heute gewesen sein. Ich sehe gerade, Feldmodus ist sehr gut gereift. Der eine hat ein bisschen weniger, weil die eine Spur schon fehlt. Das ist trotzdem alles im grünen Bereich. Ja, dann sagt mal tschüss und ciao. Ich wünsche euch allen einen schönen Restsonntag. Ja, morgen Montag geht es hier weiter mit der vollen Grünernte. Ne? Tschüss, ciao und winke, winke. Tschüss. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.